Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Enderal. Tja, Kalia und Shane sind im Schloss Dalgalar mittlerweile angekommen, haben sich auch bis zur Haupthalle durchgekämpft und jetzt stehen sie allerdings vor einem Tor, das verschlossen ist mit einem magischen Schloss und nun müssen sie los, Lösungswörter zu finden. So, genau, in die Bibliothek wollen wir. Wir wollen wissen, was der hier geforscht hat und was es mit diesem Engel auf sich hat, von dem Kalia ja vermutet, dass es ein Amulett ist, das alle Krankheiten heilt. So, wir werden jetzt, links und rechts sind Türme, die sollen wir durchsuchen und genau das tun wir jetzt auch. Und weil man ja immer nie weiß, wo man da so reingerät, werde ich euch jetzt erstmal kurz dunkel machen. Ich mache das Licht dann gleich, ach guck mal, gar nicht notwendig, Licht geht auch von selber an. Jetzt gucken wir uns hier erstmal ganz kurz um. Wir haben ja noch längst nicht alle Bücher schlechter von Ark gefunden. Weiß gar nicht, wie viel wir haben. 5 oder 6, glaube ich, mittlerweile. Hier ist jetzt also der Speisesaal. Tote. Was zum Henker ist hier geschehen? Ich habe nicht den Anflug einer Ahnung, Kalia. Wirklich nicht. Ja, aber guckt euch das an, echt. Alle tot. Das ist, als sei da eine, ich weiß gar nicht, als hätte eine Granate eingeschlagen oder irgendwie irgendetwas, was alle mal auf einen... Da hinten ist ein Seelenstein. Hier liegt auch noch was. Pyreische Handschuhe des Kampfmagiers. Na gut, okay, wir können es mindestens verkaufen. Ich wollte schon immer mal über eine Tafel laufen. Auch wenn sie nicht gedeckt ist. Egal. Ja. Zerstörtes Buch. Dann holen wir uns den Seelenstein. Ich könnte Licht anmachen, glaube ich. Da noch irgendwas? Nein. Ach, das macht Spaß. Endlich mal über eine Tafel laufen. Kalia rennt hinterher. Die treue Seele. Oh, okay. Was ist denn jetzt los? Oh, was magische Anomalie. Okay, ich glaube, dass wir da... Na komm, den Bogen nehmen. Wenn das Spiel mich denn lässt. Magische Anomalie. Ja, siehste, rucki-zucki erledigt. Es war ja auch nur einer. Ja, okay, wir machen... Was zum Henker war das denn? Ich habe keine Ahnung, gute Frage. Ich schätze, es hat irgendetwas mit Dalgalars Experimenten zu tun und mit dem, was hier passiert ist, was immer das auch sein mag. Ja, vermutlich. Aber das ist kein gewöhnliches Elementarwesen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ach, lass uns einfach auf der Hut sein. Keine Sorge, ich bin immer auf der Hut. Ich mache hier aber erst nochmal ein Licht an. Dann gucken wir uns hier noch eine Runde um. Da gibt es noch Bücher. Tja. Weißt, die sind echt gut versteckt, diese Bücher. Oh, okay. Magische Anomalie. Tja. Also was immer hier passiert ist, das ging nicht mit rechten Dingen zu, Leute. Definitiv nicht. Ich setze mal lieber kurz einen Speicherpunkt. Dann werden wir wieder schleichen. Keine Ahnung, ob das Schleichen mit Fackel Sinn macht. Aber wenn ich die Fackel nicht anmache, dann seht ihr einfach nicht so viel. Und das muss ja jetzt auch nicht sein. Und bei dem Schwierigkeitsgrad kann man sich das auch wirklich leisten. Pyreischer Helm. Das ist alles leeres Papier. Es gibt keinerlei Hinweis drauf, was hier passiert ist. Keine Notiz, ne? Weil oft sind ja Notizen irgendwo, aber hier liegen immer bloß leere Papiere rum. So, linker Turm. Auf der Suche nach dem Losungswort für die magische. Für das magische Schloss. Okay. Kalia wird hier auf euch warten. Ne, du komm doch mit. Ja, genau. Du sollst nicht warten, ich brauche dich. Also wirklich, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Alleine kämpfen mag ich nicht. Kalia wird hier auf euch warten. Oh. Was ist denn das? Hallo? Eine Barriere. Das sieht mir nach Sternlingswerk aus. Ohne... Was? Ohne das Gerät, die richtige Abfolge, ist es unmöglich, die Barriere zu bannen, richtig? Ja, Mesa. Und die kennt außer uns beiden niemand. Ich verstehe. Dann gebührt euch mein Dank. Wir sollten anstoßen. Tirmatraler Branntwein. Ich muss gestehen, dass ich kein Freund des Alkohols bin. Aber hab Dank. Ach, na schön. Worauf trinken wir? Auf unsere Zusammenarbeit? Auf unsere Zusammenarbeit. Und auf eine Welt frei von Leid. Gut. Auf unsere Zusammenarbeit und eine Welt frei von Leid. Hm.
Vorzüglich. Wirklich. Unter uns, Herr. Warum die Barriere? Was habt ihr da oben gelagert, dass euch eine Festung aus Nordwindstein nicht genügt? Etwas Wertvolles. Und etwas sehr Zerbrechliches. Verstehe. Nun ja, jedenfalls wird, Ach, verflixt und zugeschraubt. Was bin ich plötzlich müde. Oh oh. Ich glaube, die ganze Arbeit ist mir ein wenig zu Kopf gestiegen. Ich ahne Übles. Ja, Mace. Ach nee, komm. Ihr solltet euch schlafen legen. Und verzeiht mir. Ich werde für eure Familie sorgen. Darauf habt ihr mein Wort. Wie bist du denn drauf? Was meint ihr? Ich muss die... Der hat den vergiftet, den Tüftler, ey. Oh nee, komm, damit keiner... Es tut mir leid. Oh nee, hey. Gott, was ist denn los? Mehr über den Mechanismus zu wissen, wird das schwer. Man braucht irgendein Gerät und eine Zeichenabfolge. Und selbst wenn wir das Gerät finden, die Abfolge hat Dal'Gallar vermutlich mit ins Grab genommen. Was? Ja. Du hattest wieder eine Vision. Genau. Tja, Dal'Gallar hat diese Mauer und die Barriere von einem Sternlingstüftler entwerfen lassen und ihn danach vergiftet. Vergiftet? Wieso? Naja, es liegt ja auf der Hand, oder? Vielleicht wollte er einfach verhindern, dass irgendjemand außer ihm diese Abfolge weiß. Das macht Sinn. Aber dafür zu morden, das hätte ich nicht von ihm erwartet. Tja. Es muss irgendwie mit dem Engel zusammenhängen. Die Frage ist nur, wie wir jetzt hier weiterkommen. Wir haben weder dieses Gerät noch, glaube ich, dass Dal'Gallar die Abfolge niedergeschrieben hat, wenn er dafür bereit war, einen Menschen zu töten. Aber es muss einen Weg geben. Sehen wir uns mal um. Genau. Dann sehen wir uns erstmal um. Da drüben liegt ein Buch. Was haben wir denn? Oh, Gesellenbuch Schleichen. Buchschrank. Ein Durchbruch. Was? Ein Durchgang wo? Wo denn? Ein Durchgang? Da ist kein Durchgang. Vielleicht könnten wir den Mechanismus mit Gewalt stoppen. Aber wie? Warte. Ja, das könnte funktionieren. Weih mich bitte ein. Vorhin, als wir die Fässer aus dem Lager hochgerollt haben, habe ich noch einen Beutel Schwarzpulver mitgenommen. Ah, guck an. Ich dachte, er könnte uns nützlich sein. Hier, Magistra Jaela hat mir einmal diese Spruchrolle gegeben. Mit dem Zauber könntest du den Beutel durch den Bruch in das Getriebe werfen. Den Rest erledigt dann ein Brandpfeil. Okay. Versuch, den Beutel durch den Durchbruch ins Getriebe zu werfen. Das müsste funktionieren. Gut, Telekinese ins Zauberbuch eingetragen und Brandpfeil. Greif ein Objekt mit Telekinese, indem ihr M2 drückt. Okay. Jetzt will ich mich aber trotzdem erstmal kurz umgucken und ich weiß nicht, was für einen Bruch die meint. Durchbruch. Da oben. Hallo. Nee, oder? Brandpfeil. Nehmen wir mit. Bogen. Brauchen wir nicht. Ach, da oben. Kalja, meinst du das da oben? Ist das der Durchbruch? Wahrscheinlich, oder? Naja, das ist ja kein Durchbruch, sondern eher ein Abbruch. Aber es ist eigentlich auch egal. So, jetzt was sollen wir tun? Jetzt pass mal auf. Jetzt hieß es im Zauberbuch, würde Telekinese stehen. Also gut, dann tragen wir Telekinese jetzt erstmal ein. Telekinese. Ja, ich könnte es auch suchen, Leute. Ich weiß, ihr könnt es euch... Na, guck mal, habe ich sogar schon. Und wo ist jetzt bitte der Beutel? Habe ich auch einen Sprengstoffbeutel? Hat sie nicht gesagt, dass sie mir Schwarzpulver gibt? Beutel mit Schwarzpulver. Fallen lassen. Benutzen. Okay, ja, schön. Also gut, dann warte mal. Dann machen wir das anders. Dann lassen wir das jetzt fallen. Dann haben wir es auf dem Boden. Dann kann ich es ja hoffentlich greifen, oder? Wo ist er denn jetzt? Ach, Leute. Nochmal. Du musst mir doch fallen lassen.
ist er denn jetzt, der Beutel mit Schwarzpulver? Benutzen? Wie kann ich den jetzt benutzen? Hallo? Habe ich es immer noch im Inventar? Beutel mit Schwarzpulver. Ihr Lieben, ich muss ganz kurz ans Telefon. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte, aber das war wichtig. Und wir sind hier ja beschäftigt jetzt die ganze Zeit, wie zum Kuckuck, aber auch. Kann ich denn diesen Pulverbeutel benutzen? So, pass mal auf. Ich müsste den doch fallen lassen können. Ich muss doch irgendwie dieses Ding greifen können. Och Mensch, Leute. Oder soll ich jetzt einfach mal werfen? Also damit könnte ich, so ich irgendwas in der Hand hätte, könnte ich das Ding da hochbuxieren. Also gut, jetzt, warte mal, jetzt suchen wir ihn nochmal. Pulverbeutel. Beutel mit Schwarzpulver. Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Kann ich ihn fallen lassen? Ah, na also. Mensch, geht doch. Beutel mit Schwarzpulver. Okay. Ach Gott. Jetzt muss ich den bloß noch da oben reintreffen. Na, oh Gott. Wunderbar, Leute. Also gut, wir versuchen es mal. Oh, das geht ordentlich an die Magie. Nein, das war's nicht. Jetzt werde ich Mana-Tränke brauchen, befürchte ich. Da oben musst du rein, hoffe ich doch zumindest. Yes, okay. Jetzt such dir einen Bogen und schieß einen Brandpfeil so, dass er in das Getriebe fällt. Okay, also Bogen habe ich ja schon. Jetzt muss ich noch die Brandpfeile ausrüsten, oder? Brandpfeil, hier, okay. So, dann hoffe ich mal, dass ich da jetzt reintreffe. Oh Mann. Oh meine Güte. Oh. Das war... Hoffen wir, dass das Feuer sich in den Mauern nicht ausbreitet. Ja, das... Lass uns sehen, was Daigala zu verbergen hatte. Okay, gut. Okay, alles klar. Ich rüste wieder meine normalen Pfeile aus. Und jetzt nehmen wir auch wieder eine Fackel in die Hand. Weil da drüben ist, glaube ich, noch einer. Den sammle ich auch mal wieder ein. Vielleicht kann man die noch irgendwie brauchen. So, da geht's jetzt durch. Und ich nehme mal lieber das Schwert in die Hand. Ich weiß nicht, was uns hier noch erwartet. Okay. Gut, da geht's hoch. Der hat da oben irgendwas versteckt. Irgendwas Wertvolles und Zerbrechliches, hat er gesagt. Und so langsam kriege ich ja einen Verdacht. Der hatte doch irgendwie noch was dabei. Das hat uns doch einer der Jäger erzählt in der Taverne. Dass der noch irgendwie einen Körper, einen kleinen dabei hatte. Der so steif und wächsern war. Oh Gott. Oh Gott, mir schwant wirklich Übles, Leute. Mir schwant ganz und gar Übles. Aber jetzt gucken wir erstmal. Kiste? Spielzeug? Wo? Was denn diese blauen Flecken überall? Tatsächlich. Ein Bär? Oder Nasenbär, hm? Auf mich wirkt das wie das Zimmer eines Mädchens. Naja, gut. Kind halt zumindest. Daigala hatte Kinder. Keine von denen man wusste. Es hieß immer, Daigala liebte die Medizin mehr, als er einen anderen Menschen jemals hätte lieben können. Aber wenn er eine Tochter hatte, dann hatte sie ja vielleicht auch mit seiner Flucht zu tun. Sehen wir uns mal um. Ja, genau. Der hatte eine kranke Tochter, glaube ich, Leute. Was ist das für ein Zeug? Leerer Flakon. Was ist das da? Kalja, worüber legst du? Und irgendwelche Eintragungen. Ich kann es allerdings nicht anklicken. Ich kann hier gar nichts anklicken. Na gut, also ich würde sagen, Kind, ob das jetzt zwingend eine Tochter ist, ist mal eine andere Frage, oder? Segelschiff. Ein Häuschen. Na gut, kann ein Mädchen oder ein Junge sein. Da liegt Groschen. Ah. Und der Hase flehte. Nein, bitte friss mich nicht. Der Watteur sah ihn spöttisch an. Und wieso nicht, Kleiner? Du bist schwach und ich bin stark. Seine Stimme klang rau wie von Flüsterbaumrinde und... Die Geschichte gefällt dir nicht, oder? Natürlich nicht. Als Mutter sie dir vorgelesen hat, mochtest du sie ja auch nicht. Aber weißt du was, mein Sternchen? Bald ist dir wieder warm.
Und dann muss ich dir keine Geschichten mehr vorlesen. Dann kannst du rausgehen und die Welt selbst erkunden, mit deinen eigenen Füßen. Ich schwöre es dir, Maya. Ich schwöre es. Maya. Okay, gut, dann erzählen wir Kalia mal, was wir gesehen haben. Aber ganz offensichtlich hatte Dalgalar tatsächlich eine Tochter namens Maya. Tja, und die schien irgendwie krank zu sein. Und vermutlich haben seine ganzen Forschungen nur ein Ziel gehabt, nämlich seine Tochter wieder gesund zu machen. Okay, gut, dann erzählen wir mal Kalia von der Vision. Kalia, ich... Das Mädchen war tot, Zaira. Was? Sie war tot. Bitte? Hier steht es geschrieben. Dalgalars Anschaffungen. Und rate mal, was er neben Tierkadavern noch alles eingekauft hat. Dunstblüten, Lavendel und Schattenknospenfett. Und alles davon fässerweise. Ach du, nee, komm. Und was soll das bedeuten? Ich glaube, dass der die einbalsamiert hat. Das sind die Zutaten für den Totenbalsam, mit dem die Kile ihre Verstorbenen bestreichen. Solange der Körper damit eingesalbt wird, setzt der Verwesungsprozess Ach, nicht ein. Ach du Schande. Die Kile benutzen ihn, bevor sie ihre Verstorbenen auf das Meer schicken. Aber Dalgalar hatte in all den Jahren so viel davon herstellen lassen, dass ein gesamtes kileanisches Dorf für mondelang damit versorgt gewesen wäre. Und du hast doch gesagt, er habe seiner Schülerin aufgetragen, Salbe zu holen. Stimmt, in einer der Visionen ganz am Anfang. Maya muss seine Tochter gewesen sein. Und sie ist an irgendetwas gestorben. Aber anstatt sie zu bestatten, hat er sie mit diesem Zeug konserviert wie ein Stück Pökelfleisch. Das ist furchtbar. Na gut, okay, das deckt sich mit meiner Vision. Das Mädchen hieß übrigens Maya Kalia. Und ich glaube, er hat versucht, sie irgendwie wiederzubeleben. Tja, ihr Lieben, und ich glaube, dass er dazu diesen schwarzen Stein gebraucht hat. Und jetzt kommt mir noch ein ganz anderer schrecklicher Verdacht. Ach du Scheiße, Leute. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass Kalia Maya war. Oh nee, komm. Oh komm. Dieser Teil von ihr, der da immer sich wieder selbstständig macht, das ist wahrscheinlich der schwarze Stein. Ach du Jessos, nee. Also Kalia, müssen wir am Ende doch dich in die Maschine tun? Ich hoffe es ja wirklich nicht. Mit dem Engel. Darum hat er an ihm geforscht. Bleibt nur noch die Frage, wie genau er funktionieren sollte. Und was der schwarze Stein damit zu tun hatte. Zumindest haben wir jetzt einen Kandidaten für die Losung. Maya. Willst du hier noch etwas bleiben oder sollen wir wieder hinabsteigen? Ja, da gibt's nichts mehr. Wir haben uns auch schon umgeguckt, deswegen gehen wir einfach. Ja, komm. Dann sind wir nämlich, glaube ich, ganz von selber unten, genau. Da gab es ja nichts mehr zum Anklicken. Aber Leute, ich glaube wirklich, dass das so ist. Ich glaube, dass Kalia Maya dann ist. Dann versuchen wir mal unser Glück an den Siegeln. Tu du es. Okay, und ich glaube ja, dass der den schwarzen Stein Ein gebraucht Wort haben hat. Wir. Sehen wir uns den anderen Turm noch an. Ist ja gut, ist ja gut. Jetzt tun wir da erstmal Maya eintüpfeln. Wo ist es denn hier? Maya. Und? Das klang gut. Ja. Ein Wort haben wir. Sehen wir uns den anderen Turm noch an. Ja, oh Gott, Kalia. Bist du das? Warst du Maya? Und ist es dem am Ende mit dem schwarzen Stein gelungen, dich wiederzubeleben? Und hat aus dir dieses zweigeteilte Wesen gemacht? Oh Gott, Leute, ich... Oh Gott, wie schrecklich. Ach du Scheiße. Weiß gar nicht, ob mir das sagen sollen. Hey, komm, du Friererin. Komm mit. Gut, wir schleichen uns hier wieder rum. Forschungsraum. Okay, alles klar, dann... Oh, meine Güte. Deswegen hat er auch all die Leichen gebraucht. Er hat versucht, die wiederzubeleben. Ach. Oh, gut, du bist da. Muss man ein bisschen Angst haben um sie. Feuerelementar, Runenhelm. Ist zwar nichts wert, wir nehmen es jetzt trotzdem mit. Einmal hier rumlaufen. Forschungsstation. Ah, da ist ein Arcana Verzauberer. Das muss wohl so etwas wie sein Labor gewesen sein. Ja, würde ich auch sagen. Da liegen wieder... kannst du alles nicht lesen? Da sind schon wieder... Kann man irgendwas mit? Ja, ich hab's mir gedacht. Kalia, geh mir aus dem Weg. Geh mir bitte aus dem Weg. Vorsicht!
Oh Gott. Vielleicht sollte ich mal den Feuerbogen nehmen, damit die ein bisschen brennen. Ich kann ja, hoffe mal, dass Kalia nichts passieren kann. Aber mit dem Bogen bin ich einfach effektiver als mit dem Schwert, finde ich zumindest. Fokus. Das waren alle. Sehen wir uns mal um. Ich bin ja froh, dass sie das immer sagt. Gut, wir sehen uns jetzt erstmal um. Das waren alle. Sehen wir uns mal um. Mach ich doch schon, Kalia. Ich bin doch schon dabei, mich umzusehen. So, da geht's nachher weiter. Jetzt will ich aber trotzdem mal hier einmal um die Empore rum und dann gucken wir uns da unten um. Was bist denn du? Ah ja, wo ich wieder hingeschossen habe. Da geht's auch noch runter. Schon alles angucken. Okay, also. Leeres Papier, leeres Papier. Mana-Trank. Feuerschutztrank, den nehmen wir mal mit. Irgendwann wollen wir ja vielleicht doch noch den Drachen machen. Die Truhe ist leer. Schweinerei. Silberstahlschwert des Frostzorns. Nehme ich natürlich. Ah, Schlüssel. Oh, Mensch, ich erschrecke da immer so. Gibt es einen Grund, dass du dich versteckst, Junika? Verzeiht, Meister. Ich wollte mit euch sprechen. Natürlich wolltest du das. Was bedrückt dich? Es. Verzeiht meine Worte. Aber die jüngsten Entwicklungen beunruhigen mich. So? Ihr habt euch verändert, Meister. Mhm, täglich genau. Kommen die Kranken an unsere Tore und bitten um Hilfe. Aber ihr verbietet uns, ihn zu öffnen und verbringt stattdessen jede freie Sekunde eurer Zeit mit dem Mädchen. Und jetzt noch dieser schwarze Stein. Kennt ihr denn die Sagen nicht? Ihr solltet... Geh und pack deine Sachen, Julika. Was? Ich mache mir doch einfach nur Sorgen. Ich weiß. Und dafür danke ich dir. Nun geh. Deine Lehrlingschaft ist vorüber. Aber... Geh! Ah, Leute. Diese Julika, das ist wahrscheinlich die... Ja, also weil... Kalia hat uns ja erzählt, dass er die Tagebuchaufzeichnungen von einer seiner Schülerinnen gelesen hätte und von daher auf die Idee mit dem schwarzen Stein kam. Und ich glaube, dass es Julika war. Die schien wohl lange, lange Zeit treu mit Dalgalla zusammenzuarbeiten und deswegen hat er sie wahrscheinlich auch gehen lassen und die hat es niedergeschrieben. Und deswegen kamst du drauf, Kalia, ne? Okay, wir gucken uns trotzdem noch mal eine Runde um, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Zirkel brauche ich nicht. Hammer. Gut, irgendwas verzaubern, glaube ich, macht momentan auch keinen Sinn. Kurz gucken, vielleicht können wir irgendwas entzaubern, was Sinn macht. Nee. Gut. Ich glaube, dann sind wir hier durch. Sind wir da hinten schon? Ja, da waren wir schon. Die Kiste ist leer. Das heißt, der hat die dann gehen lassen. Ach, Kalia, hör doch auf zu frieren, Mensch. Hat man ganz schlechtes Gewissen, sich hier in Ruhe umzugucken. Ja gut, also ich finde nichts mehr. Das heißt, wir machen jetzt da oben weiter. Ich mache mal wieder ein Licht an für euch. Weil auf YouTube kommt das ja meist noch ein bisschen dunkler. Obwohl ich jetzt die Helligkeit schon stark angepasst habe, aber es sind halt einfach dunkle Gewölbe. Benötigt einen Schlüssel. Ja, den Schlüssel, den haben wir. Hoffe ich doch zumindest, dass es der war, der die Vision ausgelöst hat. Oh, ich sollte vielleicht Kalia noch kurz ansprechen und ihr das erzählen. Kalia, wo bist du? Wir müssen weiter hoch, Saira. Hier okay. Finden wir nichts. Genau. Du, ich habe den Schlüssel und hatte wieder eine von diesen Visionen. Schon wieder? Ja. Was hast du gesehen? Du hattest recht mit deiner Vermutung. Dalgalla hat mit dem schwarzen Stein experimentiert. Das scheint auch der Grund für seine Abschottung gewesen zu sein. Ja, das hat er. Deshalb wurde er irgendwann auch einfach vergessen, schätze ich. Aber gut, jetzt haben wir zumindest schwarz auf weiß, dass wir keiner falschen Fährte folgen. Komm, vielleicht finden wir oben mehr. Okay, also ich vermute ja, dass wir oben zumindest mal viele, viele Feinde finden werden. Schlechter vom Ark.
Goldene Haus. Was noch eine Rolle? Ja gut, müssen wir da jetzt sämtliche Bücherregale durchsuchen? Ich weiß es nicht. Warte. Was denn? Was liest du da? Scientia Sinistra von Ibn Naidarim. Das war ein Arkanist der Sieben Tossa. Hier auf Enderei sind seine Lehren verboten. Mhm. Scheint, als hätten Dalgalar für den Engel Kräuter und Lichtmagie allein nicht mehr gereicht. Nee, der hat wirklich alle Register gezogen, um seine Tochter wiederzubeleben. Der hat da überhaupt keinen Dings mehr gekannt, kein Halten mehr. So, okay. Ich hoffe, hoffe jetzt nicht, dass da oben Feinde sind. Und wenn, naja, wir sind gerüstet. Uff. Oh, Kalja, hör doch auf zu frieren. Wobei mir wahrscheinlich auch kalt ist. Modelle. Sogar Verlorene. Mich wundert nicht, dass er und der Bund der Apothekarii ihre Meinungsverschiedenheiten hatten. Nee, mich auch nicht. Hallo Bär. Der hat hier alles ausgestopft. Durchsuchen Leiche. Den Groschen nehmen wir mit, das Menschenfleisch lassen wir da. Oh mein Gott. Der hat sich wirklich total hinreißen lassen. Oh, schlimm, schlimm, schlimm. Wo geht's denn weiter? Da geht's weiter. Also gut, dann noch weiter nach oben. Ja, wir sind in einem Turm, das darf ich nicht vergessen, in einem Turmzimmer. Jetzt also rein in den Forschungsturm. Ach du Schande, echt. Das macht mich wirklich ganz betroffen, Leute. Echt? Gott, es nimmt kein Ende da hoch. Jetzt müsste man doch aber dann gleich ganz oben sein, oder? Wenn hier die Dings schon so ein... Ja, genau. Wir gucken uns erstmal um. Was? Kein Labor, das ist eine Gruft. Wie meinst du? Oh Gott. Kirasch. Jetzt wissen wir, dass es wirklich nicht bei Kleintieren geblieben ist. Aber was ist das für eine Flüssigkeit, in der die Körper schweben? Ich habe keine Ahnung. Gute Frage. Aber ich habe sie im Anwesen des alten Mannes in seinem Sanktum schon mal gesehen. Sie scheint Körper in eine Art Stase zu versetzen. Verstehe. Siehst du das? Gucken wir uns jetzt auch gleich mal an. Da ist aber nichts. Doch. Aber so matt, als wäre ihm alle Energie. Energie ist Leben. Und Energie ist Tod. Weniger. Nicht zu wenig, aber weniger. Enttäusch mich nicht. Diesmal nicht. Okay. Ach du, lass halten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, jetzt erzählen wir mal, Kalja. Entzogen worden. Vermutlich war das eine Art Test für das Experiment mit dem schwarzen Stein. Was meinst du? Ja. Er scheint daran geforscht zu haben, die Energie von Kristallen irgendwie auf organisches Leben zu übertragen. Dasselbe hatte er wohl mit dem Stein vor. Was? Ja. Ich habe es eben gesehen. Diese Leichen hier, er muss mit ihnen experimentiert haben. Ich glaube, er wollte sie wieder zum Leben erwecken. Und die Energie sollte vermutlich tote Herzen wieder zum Schlagen bringen. So ist es. Dann ist der Engel wohl genau dieses Gerät. Ein Extraktor. Und ich wette 1000 Groschen, dass er ihn auf seine Tochter anwenden wollte. Ja, natürlich. Das wird immer konfuser. Komm, lass uns nach der zweiten Losung suchen. Ja, das vergesse ich immer ganz, dass wir ja eigentlich nach der Losung suchen. Oh Mann. Gott. Der mit Menschen hat wirklich mit Menschen experimentiert. Der hat sich hier Leichen ankauen lassen. Blutige Stufe. Na gut, ich hätte gedacht, dass es uns vielleicht einen Hinweis gibt. Mitnehmen wollte ich es eigentlich nicht. Und man fragt sich auch, wo ist die Mutter von dem Kind? Kommt mir mal gerade so. Schriftrollen, Wasseratmung, schon wieder. Die häufigsten Rollen in diesem Spiel, Seelenfalle und...
Hm, Kohle her damit. Ach, wir nachher wieder Zeug zum Wegschmeißen. Lebenstrank. Zwar ranzig, aber ist egal. Aber ich finde nichts. Oder da waren wir, glaube ich, noch nicht. Hm. Lederstreifen, die können wir mitnehmen. Ah, Rucksack. Kleiner Seelenstein. Bücher. Schlechter von Ark haben wir schon. Zerflattertes Tagebuch. Ne, das haben wir auch schon gefunden. Lesenbrief. Okay, alles klar. Tanisha. Worte können nicht beschreiben, wie glücklich mich jeder deiner Briefe macht. Es ist, als würde die Wärme deiner Finger noch an ihn haften. Aber lass mich keine Zeit vergeuden und auf deine Frage antworten. Unserer Kleinen geht es immer besser. Das kühle Klima tut ihr sehr gut und nur wenige Tage nach unserer Ankunft ist sie aus dem Koma erwacht. Ihre Wangen werden von Tag zu Tag rosiger, ihre Atemzüge kräftiger. Ich bin mir sicher, dass du sie zur nächsten Sternsommernacht bereits wieder in die Arme schließen kannst. Außerdem solltest du wissen, wann du zu uns ziehen kannst. Außerdem wolltest du wissen, wann du zu uns ziehen kannst. Schweren Herzens muss ich dich noch einige Monde vertrösten. Deine Anwesenheit hier würde Mayas Heilung gefährden. Und ich bitte dich, nicht nach dem Warum zu fragen. Glaub mir. Mich schmerzt die Distanz zwischen uns genauso sehr wie dich. Minan sagte mir, er habe im Leoren in Ark ein ganzes Jahr Unterkunft und Verpflegung für dich gezahlt. Ich schreibe dir alsbald. In Liebe, Samael. Tanisha. Das ist die Mutter und der hat er gar nicht erzählt, dass die Tochter tot ist, sondern wollte die zum Wiedererwecken und die Mutter erst dann holen. Ach du meine Fresse. Oh, also ich... Gott, was ist nur mit in dem dessen und? Kopf durchgegangen? Irgendetwas? Ja, ein Brief und ich schätze, erklärt einige Fragen. Tatsächlich? Zeig. Beim Namen der Sonne. Jetzt verstehe ich. Diese Tanisha war seine verborgene Gefährtin und Maya das Kind der beiden. Das gestorben ist, woraufhin er Ark verlassen und sich abgeschottet hat, um seine Tochter mit dem Engel wieder ins Leben zu holen. Bloß, dass seine Frau nichts von Mayas Tod wusste. So, genau. Dalgalah hat ihr all die Zeit über erzählt, sie wäre einfach nur krank und auf dem Weg der Besserung. Beim Namen der Sonne. Das ist hart. Wirklich hart. Immerhin wissen wir jetzt, wie eines der Losungswörter lauten könnte. Tanisha. Viel mehr werden wir nicht finden. Wollen wir wieder hinab? Ja, ich denke, dass wir wieder runtergehen und dann versuchen wir dieses Wort Tanisha und werden dann Schluss machen für heute und morgen in der Quest weitermachen. Das ist echt eine lange Quest, gut, Leute. Komm. Also es ist wirklich eine lange Quest. Und nach wie vor vermute ich, nein, ich bin mittlerweile eigentlich sicher, dass Kalia Maya ist. Dann versuchen wir mal unser Glück an den Siegeln. Tu du es. Oh Gott, Kalia. Das bist du mit Sicherheit. Gut, wir versuchen Tanisha und gucken, was passiert. Wo ist er denn? Da ist der Siegelstein. So, Tanisha. Enter. Yes, that's perfekt. It. Jetzt dürfte sie sich öffnen lassen. Okay, mit Kalia den Hauptturm erkunden. Ihr Lieben, wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Einstweilen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis morgen dann. Tschüss!